werden dann auf die Tobi. Kreislauf der Dienstleistung. Und wie heißt wird das? Wird wohl der kannste. Ja, ganz schön dicke Wände, alter Schwede. Heißt das nicht eigentlich AKW und nicht KKW? Alter Schwede. Musst du auch aufpassen hier. Alter, wie das hier aussieht. Ich hab einen Atombrennstab gefunden. Ich schätze mal, ich werde es ungefährlich, wenn man die Platte da so anguckt. Oh! Ja, ein bisschen Vorsicht sollte man schon walten lassen. Die sieht auch ein bisschen rausgefallen aus da. Das ist eine Tür. Boah, alter Schwede. Soundkulisse, hör dir das mal an. Da musst du mal eine Taschenlampe mitnehmen beim nächsten Mal. Ich kann mal reinblitzen. Guck mal da, ich werde mich mal hier ganz vorsichtig reinwagen. Aber alles im Rohbau. Guck mal hier, da gucken Stahlkabel aus dem Boden und alles. Ist unten liegt Wasser drin.
interessant ist es schon, ne? Guck mal, da oben. Ja, hier würde ich Führungen durchmachen als Attraktion. Oder? Guck mal, Thomas im Atomkraftwerk. Strahlung. Silvi hätte jetzt schon wieder homöopathisch verstrahlte Gedanken. Ob das ganze Ding mit Wasser gefüllt wird? Ja. Ab wie viel Millirem pro Stunde? Keine Sorge, ich spring beiseite. Das ist Stahl, guck dir mal die Wand an. Die ganze Wand ist aus Stahl, aus Eisen.
Das Lustige bei Stalker ist ja, dass es da so eine ultimative Endzeitgelände sein soll. Weißt du, also ich finde, das sieht genauso aus. Ja, ja. Ja, genau, das ist die Idee. Ich glaube, da drüben, da brauchen wir nicht rein. Das ist eine Maschine. Ja. Naja, aber gut, es ist nicht richtig abgesperrt. Der Schatz von durchlaufen kannst du. Ja, aber hier ist kein Zaun, also was soll's. Also guck dir mal diese Anschlüsse da an. Kabelschächte und was nicht alles. Da oben wohnt sogar ein Balken. Ich glaube, das fehlt bei Storm. Den Gang lang flüchtest und dann, ist da plötzlich keine Treppe mehr oder sowas. Krasse Aktion. Das ist nicht Tschernobyl, das ist mitten in Deutschland. Ich hab auch nicht gedacht, dass ich hier meine. Ja, guck dir das an, ja. Ich glaube, mit Conny hätten wir das nicht machen können. Ich hab wohl Angst gehabt. Jetzt hat er gestellt. Fokussiert er sich nochmal? Das macht er manchmal. So ein paar Spasseln hat die Kamera. So hundertprozentig bin ich nicht mit zufrieden, kannst du glauben. Hinten, da läuft's. Ist der Regen. Die Schläuche. Vielleicht fehlt ihm ein bisschen Licht, es ist vielleicht zu dunkel. Das Atomkraftwerk Stendal. Die Kuppel hat's abgerissen. Die Atmosphäre schimmert bereits noch weiß gleißend darüber. Die Ruine des Schreckens mitten in Deutschland. Berg Stendal. Stendal, es steigt noch Rauch auf. Die Kernschmelze ist vor 5 Minuten erfolgt. Es hat die komplette Druckkuppel abgerissen. Dort hinten ist noch Rauch zu sehen. Die Zahlen sind eindeutig zu erkennen. Ja, mit über 400 Rem Strahlung innerhalb von 5 Minuten tödlich. Wir können hier gerade noch atmen, aber es ist schon schwierig. Man spürt hier ganz genau, wie das Blut langsam anfängt zu kochen. Wir sollten uns verpissen, bevor der Bundesgrenzschutz eingreift.
schalten sich ja eigentlich ab. In dem Ding ist ein kleiner Atomreaktor und um die überschüssige Energie abzubauen, haben sie oben einen Propeller angebracht.